Mailand, 19. Oktober 2013. 3000 Menschen sind gekommen, um Lea die letzte Ehre zu erweisen. Die junge Frau wurde brutal von der süditalienischen Mafia ermordet, der 'Ndrangheta. Lea, du bist der Stimme deines Gewissens gefolgt und hast das Gesetz des Schweigens der Mafia gebrochen. Die schönsten Worte, die wir heute für dich finden, sind diese. Du bist eine Zeugin der Wahrheit. Ciao, Lea. Lea Garofalo wurde 35 Jahre alt. Sie hat Mitglieder ihrer Familie bei der Polizei verraten, um ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu bieten, jenseits der gewalttätigen Clans. Antimafia-Organisationen und Staatsvertreter sind erschienen, um den Mut dieser jungen Frau zu ehren. Daran erinnert ihre Anwältin, als sie uns einen Brief von Lea vorliest. Ein bewegender Hilferuf an den Präsidenten der Republik. Das Schlimmste ist, dass ich bereits weiß, was mich erwartet. Ich habe alles verloren und jetzt werde ich sterben. Mit diesem Brief möchte ich den Verlauf meines traurigen Lebens ändern. Ich brauche Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Eine junge, verzweifelte Mutter. Ciao, Lea. Denise, ihre 22-jährige Tochter, ist auch da. Aus Sicherheitsgründen muss sie hinter diesem Fenster bleiben. Guten Tag und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Heute ist ein sehr schwerer Tag für mich. Aber ich habe die Kraft gefunden, zu kommen. Mama, all das ist nur für mich geschehen. Und dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Leb wohl, Mama. Für die kalabrische Mafia ist Schweigen das höchste Gesetz. Wer spricht, wird als Verräter eliminiert. Aber jetzt wollen sich mehrere Frauen gegen die 'Ndrangheta zur Wehr setzen. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie sich einer der mächtigsten Mafias der Welt widersetzen. Kalabrien liegt im Süden Italiens, direkt gegenüber von Sizilien. In dieser armen, knapp 12.000 Quadratkilometer großen Region leben vorwiegend Bauern und Hirten. Und immer mehr Menschen wandern ab. In dieser Gegend beherrscht die 'Ndrangheta das öffentliche Leben. Eine kriminelle Mafia-Organisation, die auch den kleinsten Fleck Kalabriens kontrolliert. Hier im Aspromonte, einem schwer zugänglichen Bergmassiv, hat die kalabrische Mafia ihren Ursprung. Sie war lange auf Entführungen spezialisiert und versteckte ihre Geiseln in diesen dichten Wäldern. Sie bergen aber auch einen heiligen Ort. Das Santuario della Madonna di Polsi. Jedes Jahr am 2. September pilgern tausende Kalabresen hierher, um die heilige Jungfrau zu ehren und sie um Schutz zu bitten. Viva! 48 Stunden leidenschaftliches Gebet, Gesang und Tanz zum Rhythmus des Tamburins. Diese Treffen haben sich die Mitglieder der 'Ndrangheta zu eigen gemacht.
Das beklagt der Bischof von Polsi in einer überraschenden Rede. Die historischen Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts bringen diesen heiligen Ort in Verbindung mit dem traurigen Phänomen der organisierten Kriminalität. Leider und auf gotteslästerliche Weise ist die Madonna di Polsi jetzt die Madonna der 'Ndrangheta. Die kalabrische Mafia überschattet die gesamte Versammlung. Unter die Gläubigen mischen sich Mafiosi aus aller Herren Länder. Die Mitglieder der 'Ndrangheta haben sich in der ganzen Welt verbreitet und treffen sich jedes Jahr an diesem Ort, dem Ort der Heiligen Jungfrau. An sie wendet sich der Bischof nun direkt. Ich wage ein letztes Mal, an jene zu appellieren, die sich noch ändern können, damit es uns gelingt, das Böse zu bezwingen. Herstellung und Handel mit Drogen, Schmiergelder, Morde, Glücksspiele, Bereicherung auf Kosten anderer, all das darf es nicht geben. Im Namen Gottes und der Jungfrau Maria, die Sie hier so leidenschaftlich anbeten, bitte ich Sie, die Waffen niederzulegen und zu vernichten. Doch seine Bitten sind vergebens. Tatsächlich nutzen die Mafiosi das Pilgertreffen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Die 'Ndrangheta ist eine feudale Gesellschaft, in der das Gesetz des Schweigens, die Omerta, herrscht. Dieses Gesetz wagt selbst Don Pino Strangio, der für das Heiligtum zuständige Priester, nicht zu brechen. Es gibt keine Treffen der Mafiosi in Polsi. Hier kommen nur Menschen zusammen, die sich über ihr Leben austauschen wollen. Sicher entscheiden sie sich manchmal, das Falsche zu tun. Aber der wahre Gläubige und Pilger, der hierher kommt, ist ganz anders. Die 'Ndrangheta, eine 100 Jahre alte unsichtbare Hydra, gehört heute zu den mächtigsten kriminellen Organisationen weltweit. Ein paar Kilometer von Polsi entfernt ist ein Mitglied der kalabrischen Mafia bereit, mit uns zu sprechen. Mastro Ciccio ist 73 Jahre alt. Offiziell war er Konditor, tatsächlich aber ist er mit 17 in den Dienst seines Clans getreten. Es begann alles mit einem Ritual. Sie haben mir und meinem Boss in die linke Hand geschnitten. Dann haben wir unser Blut vermischt und geschworen, unseren ehrenhaften Clan niemals zu verraten. Seinem Paten muss man immer gehorchen. Er hat mich getauft und nur er gibt mir Befehle. Der Clanchef beschließt die Taufzeremonie, indem er eine Figur des Erzengels Michael verbrennt, dem Schutzpatron der 'Ndrangheta. Die Drohung ist klar. Wenn du uns verrätst, gehst du ebenso in Flammen auf. Mastro Ciccio zeigt uns seine Tätowierungen. Ein Ehrenkodex, eingebrannt in die Haut. Das ist die Rose des Windes. Sie bedeutet, dass die 'Ndrangheta überall zu finden ist. Sie ist ein Samen, den wir in alle Winde säen. Auf der ganzen Welt finden sich unsere Komplizen und Mitglieder. Der Schmetterling steht dafür, dass man bescheiden bleiben soll. Nicht schüchtern, aber auch nicht arrogant. Hier steht, solange ich lebe, falle ich nicht in den Schmutz. Das heißt, kein unehrenhaftes Handeln, kein Verrat. Bei der 'Ndrangheta gibt es so gut wie keine Verräter, weil diese Mafia auf dem Blutsbund basiert. Das sind wie Pech und Schwefel zusammengeschweißte familiäre Zellen namens Koska. In den Familien herrschen strenge Regeln.
Die Männer gehen den Geschäften nach, die Frauen haben keine Rechte. Überraschend ist eine von ihnen bereit, mit uns zu sprechen. Sie will unerkannt bleiben und erzählt von einem Alltag, in dem es ständig um Geld und Drogen geht. Über allem, was man sieht und hört, herrscht Stillschweigen. Ich kenne die Verstecke meines Vaters, aber ich werde sie nie verraten, selbst wenn ich zu Tode gefoltert würde. Ich weiß auch bis ins Detail über jeden Mord meines Vaters Bescheid. Gilt das für alle Frauen in allen Clans? Ja, für fast alle. Sie ist 22, die Tochter eines Paten und hat die Gesetze des Clans stets respektiert. Sie garantieren ihr Schutz und Wohlstand. Wir werden von allen respektiert. Wir gehen niemals allein raus und werden immer von Mitgliedern des Clans begleitet. Wenn sich ein junger Mann ohne Erlaubnis nähert, fängt er sich Prügel ein oder wird bedroht. Wir können einkaufen gehen, ohne zu bezahlen. Beim Arzt müssen wir nicht warten. Sobald sie wissen, wer wir sind, werden wir vorgelassen. Alle bevorzugen uns. Auch in den Bars ist alles umsonst. Ein Mafia-Leben mit strengem Ehrenkodex. Dieses Leben hat Lea verraten und dafür mit dem Tod bezahlt. Lea kam in Petilia Policastro, einem Dorf mit 9000 Einwohnern, zur Welt. Sie gehörte zu den mächtigsten Familien der Region, den Garofalo. Ihr Bruder Floriano ist hier der Boss. Seit ihrem 15. Lebensjahr hat Lea nur einen Wunsch: dem Dorf und ihrem Schicksal als Tochter der Mafia zu entkommen. Mit 15 verliebt sie sich und flieht mit ihrem Freund Carlo Cosco nach Mailand. Hier hofft sie auf ein neues Leben, weit weg von der kalabrischen Mafia. Das junge Paar bezieht eine Wohnung in der Nähe des Bahnhofs. Was Lea nicht weiß, dieses Haus ist der Hauptsitz des Cosco-Clans und das Zentrum illegaler Geschäfte in Mailand. Der Clan hatte die absolute Kontrolle über das Gebäude und führte von hier aus alle seine Geschäfte. Er handelte mit Drogen und versteckte hier Kokain, das er dann weiterverkaufte. Die gesamte Via Montello wurde von den Cosco kontrolliert und jeder kannte sie. Schließlich erkennt Lea, dass Carlo sie aus einem ganz bestimmten Grund umworben hat. Carlo war nicht in sie verliebt, sondern wählte sie, weil sie die Tochter von Floriano Garofalo war, einem Paten der Drangheta. In dieser Organisation wollte er Karriere machen. Machtlos wird Lea genau zu dem Leben gezwungen, dem sie entfliehen wollte. Sie sieht alles, hört alles und muss dennoch schweigen. Mit 17 wird sie Mutter. Ihr Leben wird endgültig zur Hölle. Sie durfte nicht mehr vor die Tür. Ihr Mann gab ihr kein Geld. Einmal drohte sie ihm: Wenn du dich nicht änderst, gehe ich. Meine Tochter soll nicht unter solchen Umständen aufwachsen. Carlo schlägt sie und wird immer gewalttätiger. Ganze 11 Jahre geht das so. 2002 wagt Lea den unvorstellbaren Schritt. Sie begibt sich in den Schutz der Polizei. Sie bricht ihr Schweigen und erzählt alles. Vom Drogenhandel, den Verstecken und sie nennt die Namen der Bosse. Doch die Polizei unternimmt nichts. Kein Mitglied des Cosco-Clans muss sich sorgen. Lea ist verzweifelt. Aus nichtigen Gründen, angebliche Probleme beim Verhör und mangelnde Beweise, führen Leas Aussagen ins Leere. 7 Jahre lang kommen die Ermittlungen nicht voran. Für Lea wird es immer gefährlicher. Zu ihrem Schutz bringt sie die Polizei von einem Hotel ins nächste. 7 Jahre nach ihrem Verrat ist Lea völlig am Ende. Sie bittet Carlo, ihren Ex-Mann, um Hilfe. Er schlägt ein Treffen in Mailand vor. Doch das ist eine Falle. Leas Lebensversicherung für diese Begegnung ist Denise, ihre Tochter, mit Carlo.
Überwachungskameras halten Bilder der beiden Frauen in Mailand fest. Die 17-jährige Denise ist schwarz gekleidet, Lea ganz in weiß. Gleich begegnen sie Carlo. Am 24. November 2009. Carlo fährt mit Denise weg und lässt Lea allein auf dem Fußweg zurück. Das sind die letzten Bilder von ihr. Denise kann ihre Mutter nicht mehr erreichen. In Panik ruft sie Leas Schwester an. Ich habe Denise sofort gesagt, sie haben deine Mutter verschwinden lassen. Sie hat geweint und rief, das kann nicht sein, sie hat doch meinen Vater getroffen. Ich sagte ihr, dass er der Schuldige sei. Hatten Sie keine Zweifel daran? Nein, niemals. Auch die Polizei hat keine Zweifel. 2012 werden Carlo und 5 Mitglieder des Clans wegen Mordes an Lea zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später beginnt der Prozess vor dem Berufungsgericht. Im Mailänder Gerichtssaal drängt sich die Menge. Hinter den Gittern Carlo und seine Gefolgsleute. Carlo will vor Gericht ein Geständnis ablegen. Eine dramatische Wende, denn bisher hat er den Mord an seiner Frau stets geleugnet. Jetzt will er ihn erstmals zugeben. Ich übernehme die Verantwortung für den Tod an Lea Garofalo. Aber ich verstehe nicht, warum meine Tochter Denise dem Schutz des Staates untersteht. Vor wem soll sie geschützt werden? Ich würde mein Leben für sie geben. Ich verdiene ihren Hass, weil ich ihre Mutter getötet habe. Wehe dem, der meine Tochter anrührt. Ich bete, dass sie mir eines Tages verzeiht. Danke. Einige Tage später muss auch Denise eine Aussage machen. Sie sitzt hinter einem Sichtschutz, damit sie nicht erkannt wird, und erzählt von den Tagen nach dem Verschwinden ihrer Mutter. Sie weigert sich, ihren Vater zu sehen, weil sie Angst vor ihm hat. Nach ihrer Aussage rücken auch andere mit der Sprache heraus. Ein Mitglied des Clans entscheidet sich ebenfalls, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und erhält im Gegenzug Strafminderung. Carmine Venturino hatte den Auftrag, Leas Leiche verschwinden zu lassen. Wir sind in die Wohnung raufgegangen und als wir das Licht anmachten, sahen wir die Leiche von Lea Garofalo auf dem Boden. Als wir sie umdrehten, erkannten wir, dass ihr ins Gesicht geschlagen worden war. Die Kleidung war über der Brust zerrissen. Sie hatte ein grünes Halsband um, mit dem sie erwürgt worden war. Wir haben sie aufgehoben und in eine Kiste gelegt. Mit einem Komplizen bringt Venturino die Kiste mit Leas Leichnam an einen entfernten Ort, 15 Kilometer vor den Toren Mailands, hinter diesen Zaun. Dort haben wir Lea mit dem Kopf nach unten in ein Fass gesteckt, alles mit Benzin übergossen und angesteckt. Anhand dieser Angaben werden Überreste von Leas Leiche gefunden. Die Ermittlung ergibt, dass der Leichnam nach der Verbrennung in Säure aufgelöst wurde. Am Ende bestätigt das Berufungsgericht die Strafe für 5 der 6 Verurteilten. Im Namen des italienischen Volkes bekräftigt das zweite Berufungsgericht von Mailand die 25-jährige Freiheitsstrafe für die Angeklagten Carlo Cosco, Giuseppe Cosco, Vito Cosco, Rosario Curcio und Massimo Sabatino. Petilia Policastro, das Heimatdorf von Lea. Hier wird deutlich, dass nicht nur Lea selbst von der 'Ndrangheta beseitigt wurde. Auch ihre Geschichte scheint im gesamten Dorf wie ausgelöscht.
Was halten Sie von dieser Geschichte? Ich weiß nichts. Ich habe niemals hier gelebt, immer im Ausland. Ich war 60 Jahre nicht hier. 60 Jahre? Niemand kann hier was zu der Geschichte sagen? Welche Geschichte? Sie kennen die Geschichte von Lea Garofalo nicht? Nein, kenne ich nicht. Wissen Sie, was mit Lea Garofalo passiert ist? Kenne ich nicht. Sie kennen die Geschichte nicht? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich war nicht hier, sondern im Krankenhaus. Ich sitze hier in der Bar mitten im Dorf und niemand kann was dazu sagen. Okay, danke. Auch hier das Gesetz des Schweigens. Wir treffen uns mit Marisa, Leas Schwester. Nach dem, was mit meiner Schwester passiert ist, haben die Leute Angst zu reden oder sich im Fernsehen zu zeigen. Die 'Ndrangheta hat gedroht, meinen Sohn zu töten, weil ich im Fernsehen was über Lea gesagt habe. Sie können alles machen. Am Anfang gibt es Drohungen, dann setzen sie das Auto oder Haus in Brand. Wenn man diese Warnungen ignoriert, wird man getötet. Ganz sicher. Marisa bringt uns zu Caterina. Sie ist die einzige frühere Freundin von Lea im Dorf, die es wagt, über die Vorfälle zu reden. Unter uns sind wir uns einig, dass Lea richtig gehandelt hat. Aber öffentlich können wir nichts gegen ihren Mann sagen. Warum? Ist er gefährlich? Hat er Macht? Alle, die zur Familie der Mafia gehören, sind mächtig. Wir sind in dieser Kultur aufgewachsen. Alle, die in der Illegalität leben, haben Macht. Deshalb will sich niemand mit ihnen anlegen. Die Cosco. Niemand hier kann ihnen etwas anhaben. Wir treffen einen der wenigen Paten, die aus der 'Ndrangheta ausgestiegen sind. Er lädt uns zu sich nach Hause ein, wo er unter dem Schutz des Staates lebt. Luigi Bonaventura war der Chef eines Clans, der mit den Cosco zusammengearbeitet hat. Wegen 2 Morden wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem werden ihm Rauschgifthandel und Erpressung zur Last gelegt. Wie alle Männer der 'Ndrangheta wird auch er als Kind zu einem Mafiasoldaten erzogen. Er soll die Nachfolge seines Vaters antreten. Mit 10 Jahren habe ich das erste Mal geschossen. Ob ich es davor schon mal gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Zwischen 12 und 14 Jahren wurde ich an verschiedenen Waffen ausgebildet. Von der Kalaschnikow und dem Gewehr über die Pistole bis zur Maschinenpistole. Sie brachten uns bei, wie man auf Menschen schießt. Ja. Wir haben schon ganz früh gelernt, wie man tötet. Luigi versteht die Frauen, die wie Lea gegen die 'Ndrangheta aufbegehren. Er hat den Prozess zum Mord an der jungen Frau verfolgt und glaubt, dass Carlo nicht nur einen Brief verlesen, sondern vielmehr der kalabrischen Mafia eine Botschaft übermittelt hat. Er versicherte der 'Ndrangheta zu schweigen und die Verantwortung für den Mord zu übernehmen. Dafür forderte er, seiner Tochter Denise nichts anzutun. Er zahlt den Preis für seine Taten und garantiert sein Schweigen, um die Unversehrtheit seiner Tochter zu erkaufen. Für die kalabrischen Mafiosi ist Carlo Cosco heute ein Vorbild und für die 'Ndrangheta ein Beispiel, dem es nachzufolgen gilt.
Ein Lichtstrahl, der den Weg eines jeden Mafioso erleuchtet. Selbst wenn man dazu ein Familienmitglied töten muss. Der Ehrenmord reinigt das Blut. Es regiert das absolute Schweigen und alles Handeln erfolgt nur im Interesse der kriminellen Organisation, der 'Ndrangheta. Luigi Bonaventura kooperiert mit der Justiz in ganz Europa bei ihrem Versuch, die 'Ndrangheta zu zerschlagen. Denn die Mafia hat sich in nur einem Jahrhundert zu einem riesigen multinationalen Netzwerk des Verbrechens entwickelt. Haupteinnahmequelle: Handel mit Kokain. Geschätzter Umsatz 53 Milliarden Euro pro Jahr. In Kalabrien kennt ein Mann die Macht der 'Ndrangheta besser als jeder andere. Seit 26 Jahren führt er einen hartnäckigen Kampf gegen die süditalienische Mafia. Nicola Gratteri ist stellvertretender Staatsanwalt in Reggio Calabria. Die 'Ndrangheta galt immer als minderwertige, zweitklassige Mafia, um die man sich nicht kümmern muss. Doch sie wurde unterschätzt, denn sie macht Geschäfte im ganz großen Stil. Jeden Monat schmuggelt sie tonnenweise Kokain nach Europa, meistens per Schiff aus Südamerika. Bevorzugte Häfen sind Hamburg, Rotterdam, Antwerpen und Barcelona. Aber vor allem Gioia Tauro in Kalabrien. Hier wurden 2012 ganze 2 Tonnen Kokain entdeckt. Versteckt in Gemüsekisten, Kanistern, Möbeln und Zementblöcken. Die 'Ndrangheta verfügt heute über das Monopol für den Kokainimport in Europa. Sie hat Kontaktleute in Kolumbien und anderen Teilen Lateinamerikas, die das Kokain zum niedrigsten Preis einkaufen. Sobald das Kokain auf dem alten Kontinent eingetroffen ist, setzt sich ein riesiges Netzwerk in Bewegung. Überall in Europa sind kalabrische Mafiosi auf der Flucht. Solange sie frei herumlaufen, verkaufen sie Kokain. Ein höchst effizientes, geheimes, kaum zu fassendes Netz. Für die Polizei ist der Kampf gegen die 'Ndrangheta besonders schwer. Im Unterschied zu anderen Mafias mit pyramidaler Struktur besteht die 'Ndrangheta aus Hunderten von Familien, die autonom und damit unabhängig voneinander agieren. Manchmal töten sich Mitglieder dieser Familien gegenseitig, wie 2007 in Duisburg. Hier führten 2 Clans erstmals außerhalb von Italien Krieg gegeneinander. Eine Abrechnung der Mafia mitten in Deutschland. In der Tasche eines Opfers die Figur des Erzengels Michael mit verbranntem Kopf. Eine Signatur. Jetzt wird die Polizei auf die 'Ndrangheta aufmerksam und verstärkt die Überwachung. 2 Jahre später in Kalabrien. Wieder reisen die Pilger Anfang September zur Madonna di Polsi. Mit versteckten Kameras gelingt es der Polizei, die wichtigsten Paten der 'Ndrangheta zu ermitteln. In der Folge werden fast 50 Mafiosi festgenommen. Darunter auch der Big Boss Domenico Oppedisano. Er landet im Gefängnis. Seitdem hat sich der Kampf gegen die 'Ndrangheta deutlich verschärft. Die Polizei bringt weitere Mafiosi zu Fall, wie im April 2010 Angehörige der Familie Pesce, einer der mächtigsten in Kalabrien. 40 Mitglieder des Clans werden verhaftet und eingesperrt, darunter Giuseppina Pesce, genannt Giusi, die Nichte des großen Paten. Sie ist 32, Mutter von 2 Kindern und kann das Gefängnis nicht ertragen. Nach 2 Selbstmordversuchen entschließt sie sich, mit der Justiz zu kooperieren und ihren Clan zu denunzieren. Alessandra Ceretti ist Staatsanwältin und konnte Giusi von diesem Vorhaben überzeugen. Sie hat ein Organigramm des Clans gezeichnet, das die Rollen sämtlicher Mitglieder ihrer Familie dokumentiert. Dann hat sie von den kriminellen Tätigkeiten des Clans, den Vermögenswerten und den Methoden der Geldwäsche berichtet. Giusis Aussagen haben schwere Folgen für ihre Familie.
Chicho Peche, ihr Cousin und Boss des Clans, wird verhaftet. Man hat ihn in seinem geheimen Unterschlupf aufgespürt, ausgerechnet unter einem Depot der Kriminalpolizei. Der Peche-Clan besitzt 8 ähnliche Bunker in der Region. Alle werden dank Juicy gefunden. Mit ihrer Hilfe kann die Polizei auch Besitztümer der Familie im Wert von 220 Millionen Euro beschlagnahmen. Darunter das Symbol ihrer Macht. Die Villa mit Blick auf die Stadt Rosarno. 25. September 2013. Gerichtshof Palma im Süden Kalabriens. Ausnahmsweise dürfen wir filmen. Hier anwesend ist Frau Giuseppina Pesce, geboren am 24. September 1979 in Gioia Tauro. Heute wird Juicy erneut gegen ihren Clan aussagen. Aus Sicherheitsgründen hält sie sich nicht im Saal auf. Die Befragung erfolgt per Videokonferenz. Juicy ist die kleine Dunkelhaarige, die uns den Rücken zukehrt. Die Familie Pesce hat die totale Kontrolle über die Stadt Rosarno. Sie entscheidet alles. Ein neues Geschäft kann nur öffnen, wenn es dem Clan passt. Jeder Streit, jeder Mord, alles, was hier geschieht, muss dem Boss des Pesce-Clans, also meiner Familie, vorgelegt werden. Mit jedem Wort geht Juicy einen Schritt weiter und legt präzise Informationen offen. Mein Bruder hat Drogenhandel und Raubüberfälle mit der Familie Palaya abgewickelt. Mit Gaetano Palaya hat er Waffenhandel betrieben. Sie sprachen über Pistolen, Maschinengewehre und Gewehre. Juicy lebt heute mit ihren Kindern an einem unbekannten Ort unter dem Schutz des Staates. Nur die Beamten dürfen sich ihr nähern. 6 Monate Überzeugungsarbeit waren notwendig, um von der italienischen Justiz die Erlaubnis für ein Interview zu erhalten. Das wird das einzige Interview sein, das sie bisher gegeben hat. In einer Kaserne werden wir empfangen. Juicy ist bereits dort und tippt auf ihrem Mobiltelefon herum. Sie überlässt es ihrer Anwältin, die Bedingungen für das Interview zu klären. Stellen Sie keine allzu persönlichen und präzisen Fragen. Wir geben genauere Details nach Abschluss des Prozesses bekannt. Juicy steht wegen ihrer Verbindungen zur Mafia noch immer vor Gericht. Ist das okay für Sie, Juicy? Keine Sorge. Wenn Ihnen eine Frage unangenehm ist, antworten Sie einfach nicht. Das Interview kann losgehen. Juicy will nicht als Heldin gelten. Ich bin die Tochter von Salvatore Pesce und gehöre zu einer Mafia-Familie in Rosarno. Bis 2010 habe ich in Rosarno ein normales Leben geführt. Verheiratet, Mutter von 3 Kindern. Ich habe in Geschäften meines Vaters gearbeitet, in Supermärkten und Boutiquen oder im Unternehmen meines Schwiegervaters. Wir Frauen hatten die Aufgabe, den Männern zu helfen und sie zu unterstützen, wenn sie im Gefängnis sind. Wir gingen sie besuchen und leiteten Informationen an andere Mafiosi, Brüder und Clanchefs draußen weiter. Wir wussten, dass das strafbar ist, aber wir haben es trotzdem gemacht. Juicy ist stolz, dass sie ihre Kinder den Fängen der Mafia entzogen hat. Mein Sohn hatten sie schon wie die anderen programmiert. Ihn erwartete eine Zukunft als Mafioso. Mit 18 haben sie ihm eine Pistole gegeben.
Aber ich wollte, dass er studiert. Doch er hatte kein Recht zu studieren und sollte das machen, was schon sein Vater und Onkel vor ihm gemacht haben. Ich war dagegen, aber sie haben entschieden. Nach der Festnahme von Giusy wird ein Großteil der Familie Pesce festgenommen. Auf dieser Überwachungskamera sieht man Rocco Pesce, einen Onkel. Drei Frauen besuchen ihn im Gefängnis. Er behauptet, weiterhin die Kontrolle über die Stadt zu haben und droht Giusy mit dem Tod. Denkt ihr, ich weiß nicht, was los ist? Ich weiß alles. Ich habe überall Spione, die mich informieren. Ich muss nichts mit eigenen Augen sehen. Ich weiß es einfach. Wir verlieren jede Form der Würde. Die Schlampe, die einem nicht mehr in die Augen schaut, muss man schnell töten, weil sie einen sonst zerkratzt. Wir fahren nach Rosarno. 12.000 Einwohner und die höchste Kriminalitätsrate im Zusammenhang mit der 'Ndrangheta. Die Großmutter von Giusy lebt noch hier. Sie hatte immer einen Obst- und Gemüseladen, trotz des Vermögens ihres Clans. Jetzt reden wir mit ihr. Guten Tag, Signora. Sind Sie die Großmutter von Giusy? Ja, aber sie ist nicht hier. Was hat sie gemacht? Sie ist ein naives Mädchen. Sie dachte, sie hat alles im Griff. Aber sie wissen ja, was die Richter gemacht haben. Sie haben sie in eine Falle gelockt und veranlasst, die Unwahrheit zu sagen. Alles, was sie gesagt hat, ist gelogen. Alle meine Kinder sind im Gefängnis. Ich, kleine alte Frau, bin allein zurückgeblieben. Wenn ich falle, kann sich niemand um mich kümmern. Habe ich nicht recht? Ich werde bald sterben, allein mit meinem Schmerz. Ja, aber wenn alle im Gefängnis sind, werden sie auch was gemacht haben. Nichts. Das versichere ich Ihnen. Dieser Sohn ist im Gefängnis gestorben. Sie haben ihm keine Medikamente gegeben. Das ist eine Sünde vor Gott. Er hinterlässt 4 Kinder. Warum haben Sie ihn nicht ins Krankenhaus gebracht? Weil er Pesce heißt? Na und? Wer Pesce heißt, hat nicht automatisch auch was verbrochen. Meine Kinder haben niemanden getötet. Nicht gestohlen und die Jugend auch nicht auf die schiefe Bahn gebracht. Ich weiß, dass man Giusy aus Rache töten will. Aber wer soll sie denn töten wollen? Sie ist schon so lange weg. Wer sollte das sein? Wir haben keine Erlaubnis, mit Signora Pesce zu reden. Nach 5 Minuten fordert uns ein Mitglied des Clans auf, zu gehen. Schalten Sie bitte die Kamera aus. Natürlich. Halt die Kamera an. Wir wollen keine Probleme. Es gibt schon genug. Giusy hat die Stadt in Schwierigkeiten gebracht. Nur wenige Frauen der kalabrischen Mafia sind bereit, ihr zu verzeihen. Wenn Sie wüssten, wo sich Giusy aufhält, würden Sie es der 'Ndrangheta sagen? Ja. Weil sie den Kodex missachtet und dazu beigetragen hat, dass Mafiosi verurteilt werden. Ja, ich würde es sagen, damit sie getötet wird. Für den Verrat muss sie bestraft werden. Für die 'Ndrangheta ist Giusy eine lebende Tote. Niemand wird sie vergessen, das ist unmöglich. Trotz all der Risiken begehrt auch eine andere Frau auf. Maria Concetta Cacciola folgt dem Beispiel von Giusy. Sie ist 31, hat 3 Kinder und ist seit ihrem 14. Lebensjahr mit einem Mafioso verheiratet. Auch sie verrät ihren Clan bei der Polizei. Wie Giusy wollte sie uns alles sagen. Sie bat uns um Hilfe. Wir haben ihr sofort Personenschutz gegeben und sie an einen sicheren Ort gebracht. Doch nach einer Weile hat sie ihre Familie so sehr vermisst, dass sie erneut Kontakt aufnahm. Ein tödlicher Fehler. Ihre Mutter fleht Maria Concetta an, nach Hause zu kommen. Doch das ist eine Falle. Die Polizei hat das letzte Telefongespräch der beiden aufgezeichnet. Hallo.
Mama. Papa sagt, du willst nicht zurückkommen, weil du dich schämst. Die emotionale Erpressung einer Mutter. Sie soll ihre Tochter zur Rückkehr bewegen, damit sie bestraft und die Ehre des Clans wiederhergestellt werden kann. Ich bin völlig fertig und werde bald sterben. Verstehst du? Ich verstehe, aber lass mich in Ruhe. Du verstehst nichts. Sie benutzen dich. Sie haben dir den Kopf verdreht. Du musst dich zwischen ihnen und uns entscheiden. Wenn du deine Kinder und uns, deine Brüder, deinen Vater und mich so liebst, wie wir dich, dann kommst du zurück. Basta. Maria Concetta gehorcht ihrer Mutter und kehrt zurück. Doch bereits am nächsten Tag geben die Eltern bekannt, dass sie Säure geschluckt und Selbstmord begangen habe. Säure benutzt die 'Ndrangheta häufig als Instrument, weil sie einen hohen symbolischen Wert hat. Der Toilettenreiniger wird über den Mund verabreicht, mit dem die Worte des Verrats gesprochen wurden. Eine starke Botschaft. Seht, was mit denen passiert, die reden. Sie werden wie der Schmutz in der Toilette von innen und außen vernichtet. Ich war völlig fertig, weil Chetta meine Freundin war. Es war klar, dass sie sie töten werden, wenn sie zurückgeht. Eine Frau, die sich wehrt, macht Angst. Warum lehnen sich die Frauen auf? Warum diese? Wenn eine anfängt, könnten andere folgen, dann verlieren sie die Kontrolle. Gilt es als Schande, wenn sie ihre Frauen nicht im Griff haben? Ja. Sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Ein Mann, der seine Frau nicht kontrollieren kann, wie in meinem Fall, verliert sein Ansehen. Bisher haben nur 3 Frauen der kalabrischen Mafia aufbegehrt. 2 mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Die anderen schweigen weiter und kommen ihren Pflichten nach, damit ihre Söhne auch in Zukunft töten können. Die Mütter singen es ihren Babys schon in der Wiege ins Ohr. Guardate sto figlio mio quanto è sti bello. Come somiglia lo so papà. E tu da fare grandi presto a crescere. Eine Kultur des Verbrechens, die sich in ganz Kalabrien ausgebreitet hat. Selbst Giusy ist pessimistisch. Von außen betrachtet könnte man meinen, dass die 'Ndrangheta geschwächt ist, weil so viele eingesperrt wurden. Aber sie ist mächtig und überall präsent. Irgendeiner tritt immer die Nachfolge an. Kalabrien liegt im Süden Italiens, direkt gegenüber von Sizilien. In dieser armen, knapp 12.000 Quadratkilometer großen Region leben vorwiegend Bauern und Hirten. Und immer mehr Menschen wandern ab. In dieser Gegend beherrscht die 'Ndrangheta das öffentliche Leben. Eine kriminelle Mafia-Organisation, die auch den kleinsten Fleck Kalabriens kontrolliert. Hier im Aspromonte, einem schwer zugänglichen Bergmassiv, hat die kalabrische Mafia ihren Ursprung. Sie war lange auf Entführungen spezialisiert und versteckte ihre Geiseln in diesen dichten Wäldern. Sie bergen aber auch einen heiligen Ort.
Das Santuario della Madonna di Polsi. Jedes Jahr am 2. September pilgern tausende Kalabresen hierher, um die heilige Jungfrau zu ehren und sie um Schutz zu bitten. Stunden leidenschaftliches Gebet, Gesang und Tanz zum Rhythmus des Tamburins. Diese Treffen haben sich die Mitglieder der 'Ndrangheta zu eigen gemacht. Das beklagt der Bischof von Polsi in einer überraschenden Rede. Die historischen Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts bringen diesen heiligen Ort in Verbindung mit dem traurigen Phänomen der organisierten Kriminalität. Leider und auf gotteslästerliche Weise ist die Madonna di Polsi jetzt die Madonna der 'Ndrangheta. Die kalabrische Mafia überschattet die gesamte Versammlung. Unter die Gläubigen mischen sich Mafiosi aus aller Herren Länder. Die Mitglieder der 'Ndrangheta haben sich in der ganzen Welt verbreitet und treffen sich jedes Jahr an diesem Ort, dem Ort der heiligen Jungfrau. An sie wendet sich der Bischof nun direkt. Ich wage ein letztes Anwalt in Reggio Calabria. Die 'Ndrangheta galt immer als minderwertige, zweitklassige Mafia, um die man sich nicht kümmern muss. Doch sie wurde unterschätzt, denn sie macht Geschäfte im ganz großen Stil. Jeden Monat schmuggelt sie tonnenweise Kokain nach Europa, meistens per Schiff aus Südamerika. Bevorzugte Häfen sind Hamburg, Rotterdam, Antwerpen und Barcelona. Aber vor allem Gioia Tauro in Kalabrien. Hier wurden 2012 ganze 2 Tonnen Kokain entdeckt. Versteckt in Gemüsekisten, Kanistern, Möbeln und Zementblöcken. Die 'Ndrangheta verfügt heute über das Monopol für den Kokainimport in Europa. Sie hat Kontaktleute in Kolumbien und anderen Teilen Lateinamerikas, die das Kokain zum niedrigsten Preis einkaufen. Sobald das Kokain auf dem alten Kontinent eingetroffen ist, setzt sich ein riesiges Netzwerk in Bewegung. Überall in Europa sind kalabrische Mafiosi auf der Flucht. Solange sie frei herumlaufen, verkaufen sie Kokain. Ein höchst effizientes, geheimes, kaum zu fassendes Netz. Für die Polizei ist der Kampf gegen die 'Ndrangheta besonders schwer. Im Unterschied zu anderen Mafias mit pyramidaler Struktur besteht die 'Ndrangheta aus Hunderten von Familien, die autonom und damit unabhängig voneinander agieren. Manchmal töten sich Mitglieder dieser Familien gegenseitig, wie 2007 in Duisburg. Hier führten 2 Clans erstmals außerhalb von Italien Krieg gegeneinander. Eine Abrechnung der Mafia mitten in Deutschland. In der Tasche eines Opfers die Figur des Erzengels Michael mit verbranntem Kopf. Eine Signatur. Jetzt wird die Polizei auf die 'Ndrangheta aufmerksam und verstärkt die Überwachung. 2 Jahre später in Kalabrien. Wieder reisen die Pilger Anfang September zur Madonna di Polsi. Mit versteckten Kameras gelingt es der Polizei, die wichtigsten Paten der 'Ndrangheta zu ermitteln. In der Folge werden fast 50 Mafiosi festgenommen. Darunter auch der Big Boss Domenico Oppedisano. Er landet im Gefängnis. Seitdem hat sich der Kampf gegen die 'Ndrangheta deutlich verschärft. Die Polizei bringt weitere Mafiosi zu Fall, wie im April 2010 Angehörige der Familie Pesce, einer der mächtigsten in Kalabrien. Im Namen Gottes und der Jungfrau Maria, die Sie hier so leidenschaftlich anbeten, bitte ich Sie, die Waffen niederzulegen und zu vernichten. Distruggete.
Doch seine Bitten sind vergebens. Tatsächlich nutzen die Mafiosi das Pilgertreffen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Die 'Ndrangheta ist eine feudale Gesellschaft, in der das Gesetz des Schweigens, die Omerta, herrscht. Dieses Gesetz wagt selbst Don Pino Strangio, der für das Heiligtum zuständige Priester, nicht zu brechen. Es gibt keine Treffen der Mafiosi in Polsi. Hier kommen nur Menschen zusammen, die sich über ihr Leben austauschen wollen. Sicher entscheiden sie sich manchmal, das Falsche zu tun. Aber der wahre Gläubige und Pilger, der hierher kommt, ist ganz anders. Die 'Ndrangheta, eine 100 Jahre alte unsichtbare Hydra, gehört heute zu den mächtigsten kriminellen Organisationen weltweit. Ein paar Kilometer von Polsi entfernt ist ein Mitglied der kalabrischen Mafia bereit, mit uns zu sprechen. Mastro Ciccio ist 73 Jahre alt. Offiziell war er Konditor, tatsächlich aber ist er mit 17 in den Dienst seines Clans getreten. Es begann alles mit einem Ritual. Sie haben mir und meinem Boss in die linke Hand geschnitten. Dann haben wir unser Blut vermischt und geschworen, unseren ehrenhaften Clan niemals zu verraten. Seinem Paten muss man immer gehorchen. Er hat mich getauft und nur er gibt mir Befehle. Der Clanchef beschließt die Taufzeremonie, indem er eine Figur des Erzengels Michael verbrennt, dem Schutzpatron der 'Ndrangheta. Die Drohung ist klar. Wenn du uns verrätst, gehst du ebenso in Flammen auf. Mastro Ciccio zeigt uns seine Tätowierungen. Ein Ehrenkodex, eingebrannt in die Haut. Das ist die Rose des Windes. Sie bedeutet, dass die 'Ndrangheta überall zu finden ist. Sie ist ein Samen, den wir in alle Winde säen. Auf der ganzen Welt finden sich unsere Komplizen und Mitglieder. Giusy hat die Stadt in Schwierigkeiten gebracht. Nur wenige Frauen der kalabrischen Mafia sind bereit, ihr zu verzeihen. Wenn Sie wüssten, wo sich Giusy aufhält, würden Sie es der 'Ndrangheta sagen? Ja. Weil sie den Kodex missachtet und dazu beigetragen hat, dass Mafiosi verurteilt werden. Ja, ich würde es sagen, damit sie getötet wird. Für den Verrat muss sie bestraft werden. Für die 'Ndrangheta ist Giusy eine lebende Tote. Niemand wird sie vergessen, das ist unmöglich. Trotz all der Risiken begehrt auch eine andere Frau auf. Maria Concetta Cacciola folgt dem Beispiel von Giusy. Sie ist 31, hat 3 Kinder und ist seit ihrem 14. Lebensjahr mit einem Mafioso verheiratet. Auch sie verrät ihren Clan bei der Polizei. Wie Giusy wollte sie uns alles sagen. Sie bat uns um Hilfe. Wir haben ihr sofort Personenschutz gegeben und sie an einen sicheren Ort gebracht. Doch nach einer Weile hat sie ihre Familie so sehr vermisst, dass sie erneut Kontakt aufnahm. Ein tödlicher Fehler. Ihre Mutter fleht Maria Concetta an, nach Hause zu kommen, doch das ist eine Falle. Die Polizei hat das letzte Telefongespräch der beiden aufgezeichnet. Hallo. Mama. Papa sagt, du willst nicht zurückkommen, weil du dich schämst. Die emotionale Erpressung einer Mutter. Sie soll ihre Tochter zur Rückkehr bewegen, damit sie bestraft und die Ehre des Clans wiederhergestellt werden kann. Ich bin völlig fertig und werde bald sterben. Verstehst du? Ich verstehe, aber lass mich in Ruhe. Du verstehst nichts. Sie benutzen dich. Sie haben dir den Kopf verdreht. Du musst dich zwischen ihnen und uns entscheiden.
Wenn du deine Kinder und uns, deine Brüder, deinen Vater und mich so liebst, wie wir dich, dann kommst du zurück. Basta. Maria Concetta gehorcht ihrer Mutter und kehrt zurück. Doch bereits am nächsten Tag geben die Eltern bekannt, dass sie Säure geschluckt und Selbstmord begangen habe. Säure benutzt die 'Ndrangheta häufig als Instrument, weil sie einen hohen symbolischen Wert hat. Der Toilettenreiniger wird über den Mund verabreicht, mit dem die Worte des Verrats gesprochen wurden. Eine starke Botschaft. 27 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später beginnt der Prozess vor dem Berufungsgericht. Im Mailänder Gerichtssaal drängt sich die Menge. Hinter den Gittern Carlo und seine Gefolgsleute. Carlo will vor Gericht ein Geständnis ablegen. Eine dramatische Wende, denn bisher hat er den Mord an seiner Frau stets geleugnet. Jetzt will er ihn erstmals zugeben. Ich übernehme die Verantwortung für den Tod an Lea Garofalo. Aber ich verstehe nicht, warum meine Tochter Denise dem Schutz des Staates untersteht. Vor wem soll sie geschützt werden? Ich würde mein Leben für sie geben. Ich verdiene ihren Hass, weil ich ihre Mutter getötet habe. Wehe dem, der meine Tochter anrührt. Ich bete, dass sie mir eines Tages verzeiht. Danke. Einige Tage später muss auch Denise eine Aussage machen. Sie sitzt hinter einem Sichtschutz, damit sie nicht erkannt wird, und erzählt von den Tagen nach dem Verschwinden ihrer Mutter. Sie weigert sich, ihren Vater zu sehen, weil sie Angst vor ihm hat. Nach ihrer Aussage rücken auch andere mit der Sprache heraus. Ein Mitglied des Clans entscheidet sich ebenfalls, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und erhält im Gegenzug Strafminderung. Carmine Venturino hatte den Auftrag, Leas Leiche verschwinden zu lassen. Wir sind in die Wohnung raufgegangen und als wir das Licht anmachten, sahen wir die Leiche von Lea Garofalo auf dem Boden. Als wir sie umdrehten, erkannten wir, dass ihr ins Gesicht geschlagen worden war. Die Kleidung war über der Brust zerrissen. Sie hatte ein grünes Halsband um, mit dem sie erwürgt worden war. Wir haben sie aufgehoben und in eine Kiste gelegt. Mit einem Komplizen bringt Venturino die Kiste mit Leas Leichnam an einen entfernten Ort, 15 Kilometer vor den Toren Mailands, hinter diesen Zaun. Dort haben wir Lea mit dem Kopf nach unten in ein Fass gesteckt, alles mit Benzin übergossen und angesteckt. Anhand dieser Angaben werden Überreste von Leas Leiche gefunden. Die Ermittlung ergibt ein tödlicher Fehler. Ihre Mutter fleht Maria Concetta an, nach Hause zu kommen, doch das ist eine Falle. Die Polizei hat das letzte Telefongespräch der beiden aufgezeichnet. Hallo? Mama. Papa sagt, du willst nicht zurückkommen, weil du dich schämst. Die emotionale Erpressung einer Mutter. Sie soll ihre Tochter zur Rückkehr bewegen, damit sie bestraft und die Ehre des Clans wiederhergestellt werden kann. Ich bin völlig fertig und werde bald sterben. Verstehst du? Ich verstehe, aber lass mich in Ruhe. Du verstehst nichts. Sie benutzen dich. Sie haben dir den Kopf verdreht. Du musst dich zwischen ihnen und uns entscheiden. Wenn du deine Kinder und uns, deine Brüder, deinen Vater und mich so liebst, wie wir dich, dann kommst du zurück. Basta. Maria Concetta gehorcht ihrer Mutter und kehrt zurück. Doch bereits am nächsten Tag geben die Eltern bekannt, dass sie Säure geschluckt und Selbstmord begangen habe. Säure benutzt die 'Ndrangheta häufig als Instrument,
weil sie einen hohen symbolischen Wert hat. Der Toilettenreiniger wird über den Mund verabreicht, mit dem die Worte des Verrats gesprochen wurden. Eine starke Botschaft. Seht, was mit denen passiert, die reden. Sie werden wie der Schmutz in der Toilette von innen und außen vernichtet. Ich war völlig fertig, weil Chad da meine Freundin war. Es war klar, dass sie sie töten werden, wenn sie zurückgeht. Eine Frau, die sich wehrt, macht Angst. Warum lehnen sich die Frauen auf? Warum diese? Wenn einer anfängt, könnten andere folgen, dann verlieren sie die Kontrolle. Gilt es als Schande, wenn sie ihre Frauen nicht im Griff haben? Ja. Sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Ein Mann, der seine Frau nicht kontrollieren kann, wie in meinem Fall, verliert sein Ansehen. Bisher haben nur drei Frauen der kalabrischen Mafia aufbegehrt. Zwei mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Die anderen schweigen weiter und kommen ihren Pflichten nach, damit ihre Söhne auch in Zukunft töten können. Die Mütter singen es ihren Babys schon in der Wiege ins Ohr. Sieben Jahre nach ihrem Verrat ist Lea völlig am Ende. Sie bittet Carlo, ihren Ex-Mann, um Hilfe. Er schlägt ein Treffen in Mailand vor. Doch das ist eine Falle. Leas Lebensversicherung für diese Begegnung ist Denise, ihre Tochter, mit Carlo. Überwachungskameras halten Bilder der beiden Frauen in Mailand fest. Die 17-jährige Denise ist schwarz gekleidet, Lea ganz in weiß. Gleich begegnen sie Carlo. Am 24. November 2009. Carlo fährt mit Denise weg und lässt Lea allein auf dem Fußweg zurück. Das sind die letzten Bilder von ihr. Denise kann ihre Mutter nicht mehr erreichen. In Panik ruft sie Leas Schwester an. Ich habe Denise sofort gesagt, sie haben deine Mutter verschwinden lassen. Sie hat geweint und rief, das kann nicht sein, sie hat doch meinen Vater getroffen. Ich sagte ihr, dass er der Schuldige sei. Hatten Sie keine Zweifel daran? Nein, niemals. Auch die Polizei hat keine Zweifel. 2012 werden Carlo und fünf Mitglieder des Clans wegen Mordes an Lea zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später beginnt der Prozess vor dem Berufungsgericht. Im Mailänder Gerichtssaal drängt sich die Menge. Hinter den Gittern Carlo und seine Gefolgsleute. Carlo will vor Gericht ein Geständnis ablegen. Eine dramatische Wende, denn bisher hat er den Mord an seiner Frau stets geleugnet. Jetzt will er ihn erstmals zugeben. Ich übernehme die Verantwortung für den Tod an Lea Garofalo. Aber ich verstehe nicht, warum meine Tochter Denise dem Schutz des Staates untersteht. Vor wem soll sie geschützt werden? Ich würde mein Leben für sie geben. Ich verdiene ihren Hass, weil ich ihre Mutter getötet habe. Wehe dem, der meine Tochter anrührt. Ich bete, dass sie mir eines Tages verzeiht. Danke. Einige Tage später muss auch Denise eine Aussage machen. Sie sitzt hinter einem Sichtschutz, damit sie nicht erkannt wird, und erzählt von den Tagen nach dem Verschwinden ihrer Mutter. Sagt hat, ist gelogen. Alle meine Kinder sind im Gefängnis. Ich, kleine alte Frau, bin allein zurückgeblieben. Wenn ich falle, kann sich niemand um mich kümmern.
Habe ich nicht recht? Ich werde bald sterben, allein mit meinem Schmerz. Ja, aber wenn alle im Gefängnis sind, werden sie auch was gemacht haben. Nichts. Das versichere ich Ihnen. Dieser Sohn ist im Gefängnis gestorben. Sie haben ihm keine Medikamente gegeben. Das ist eine Sünde vor Gott. Er hinterlässt 4 Kinder. Warum haben Sie ihn nicht ins Krankenhaus gebracht? Weil er Pesche heißt? Na und? Wer Pesche heißt, hat nicht automatisch auch was verbrochen. Meine Kinder haben niemanden getötet. Nicht gestohlen und die Jugend auch nicht auf die schiefe Bahn gebracht. Ich weiß, dass man Juicy aus Rache töten will. Aber wer soll sie denn töten wollen? Sie ist schon so lange weg. Wer sollte das sein? Wir haben keine Erlaubnis, mit Signora Pesche zu reden. Nach 5 Minuten fordert uns ein Mitglied des Clans auf, zu gehen. Schalten Sie bitte die Kamera aus. Natürlich. Halt die Kamera an. Wir wollen keine Probleme. Es gibt schon genug. Juicy hat die Stadt in Schwierigkeiten gebracht. Nur wenige Frauen der kalabrischen Mafia sind bereit, ihr zu verzeihen. Wenn Sie wüssten, wo sich Juicy aufhält, würden Sie es der Drangheta sagen? Ja. Weil sie den Kodex missachtet und dazu beigetragen hat, dass Mafiosi verurteilt werden. Ja, ich würde es sagen, damit sie getötet wird. Für den Verrat muss sie bestraft werden. Für die 'Ndrangheta ist Juicy eine lebende Tote. Niemand wird sie vergessen, das ist unmöglich. Trotz all der Risiken begehrt auch eine andere Frau auf. Maria Concetta Cacciola folgt dem Beispiel von Juicy. Sie ist 31, hat 3 Kinder und ist seit ihrem 14. Lebensjahr mit einem Mafioso verheiratet. Auch sie verrät ihren Clan bei der Polizei. Wie Juicy wollte sie uns alles sagen. Sie bat uns um Hilfe. Wir haben ihr sofort Personenschutz gegeben und sie an einen sicheren Ort gebracht. Doch nach einer Weile hat sie ihre Familie so sehr vermisst, dass sie erneut Kontakt aufnahm. Ein tödlicher Fehler. Ihre Mutter fleht Maria Concetta an, nach Hause zu kommen. Doch das ist eine Falle. Die Polizei hat das letzte Telefongespräch der beiden aufgezeichnet. Diese Treffen haben sich die Mitglieder der 'Ndrangheta zu eigen gemacht. Das beklagt der Bischof von Polsi in einer überraschenden Rede. Die historischen Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts bringen diesen heiligen Ort in Verbindung mit dem traurigen Phänomen der organisierten Kriminalität. Leider und auf Gottes lästerliche Weise ist die Madonna di Polsi jetzt die Madonna der 'Ndrangheta. Die kalabrische Mafia überschattet die gesamte Versammlung. Unter die Gläubigen mischen sich Mafiosi aus aller Herren Länder. Die Mitglieder der 'Ndrangheta haben sich in der ganzen Welt verbreitet und treffen sich jedes Jahr an diesem Ort, dem Ort der Heiligen Jungfrau. An sie wendet sich der Bischof nun direkt. Ich wage ein letztes Mal, an jene zu appellieren, die sich noch ändern können, damit es uns gelingt, das Böse zu bezwingen. Herstellung und Handel mit Drogen, Schmiergelder, Morde, Glücksspiele, Bereicherung auf Kosten anderer, all das darf es nicht geben. Im Namen Gottes und der Jungfrau Maria, die Sie hier so leidenschaftlich anbeten, bitte ich Sie, die Waffen niederzulegen und zu vernichten. Doch seine Bitten sind vergebens. Tatsächlich nutzen die Mafiosi das Pilgertreffen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Die 'Ndrangheta ist eine feudale Gesellschaft, in der das Gesetz des Schweigens, die Omerta, herrscht.
Dieses Gesetz wagt selbst Don Pino Strangio, der für das Heiligtum zuständige Priester, nicht zu brechen. Es gibt keine Treffen der Mafiosi in Polsi. Hier kommen nur Menschen zusammen, die sich über ihr Leben austauschen wollen. Sicher entscheiden sie sich manchmal, das Falsche zu tun. Aber der wahre Gläubige und Pilger, der hierher kommt, ist ganz anders. Die 'Ndrangheta, eine 100 Jahre alte unsichtbare Hydra, gehört heute zu den mächtigsten kriminellen Organisationen weltweit. Ein paar Kilometer von Polsi. Sie hat geweint und rief: Das kann nicht sein, sie hat doch meinen Vater getroffen. Ich sagte ihr, dass er der Schuldige sei. Hatten Sie keine Zweifel daran? Nein, niemals. Auch die Polizei hat keine Zweifel. 2012 werden Carlo und 5 Mitglieder des Clans wegen Mordes an Lea zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später beginnt der Prozess vor dem Berufungsgericht. Im Mailänder Gerichtssaal drängt sich die Menge. Hinter den Gittern Carlo und seine Gefolgsleute. Carlo will vor Gericht ein Geständnis ablegen. Eine dramatische Wende, denn bisher hat er den Mord an seiner Frau stets geleugnet. Jetzt will er ihn erstmals zugeben. Ich übernehme die Verantwortung für den Tod an Lea Garofalo. Aber ich verstehe nicht, warum meine Tochter Denise dem Schutz des Staates untersteht. Vor wem soll sie geschützt werden? Ich würde mein Leben für sie geben. Ich verdiene ihren Hass, weil ich ihre Mutter getötet habe. Wehe dem, der meine Tochter anrührt. Ich bete, dass sie mir eines Tages verzeiht. Danke. Einige Tage später muss auch Denise eine Aussage machen. Sie sitzt hinter einem Sichtschutz, damit sie nicht erkannt wird, und erzählt von den Tagen nach dem Verschwinden ihrer Mutter. Sie weigert sich, ihren Vater zu sehen, weil sie Angst vor ihm hat. Nach ihrer Aussage rücken auch andere mit der Sprache heraus. Ein Mitglied des Clans entscheidet sich ebenfalls, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und erhält im Gegenzug Strafminderung. Carmine Venturino hatte den Auftrag, Leas Leiche verschwinden zu lassen. Wir sind in die Wohnung raufgegangen und als wir das Licht anmachten, sahen wir die Leiche von Lea Garofalo auf dem Boden. Als wir sie umdrehten, erkannten wir, dass ihr ins Gesicht geschlagen worden war. Die Kleidung war über der Brust zerrissen. Sie hatte ein grünes Halsband um, mit dem sie erwürgt worden war. Wir haben sie aufgehoben und in eine Kiste gelegt. Mit einem Komplizen bringt Venturino die Kiste mit Leas Leichnam an einen entfernten Ort, 15 Kilometer vor den Toren.